Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres kleinen Podcasts auf Jedi Wins Hell Podcast mit der Liste. Es geht heiter weiter mit Mario Kart. Mario Kart, ja, das ist auch so ein Thema, wo ich mehrere Fragezeichen habe, weil eigentlich gibt's, ich habe überlegt, nicht unbedingt einen schlechten Teil. Ich bin nicht unbedingt ein Fan vom GameCube Double Dash, den finde ich ein bisschen albern, aber der auf dem 3DS ist stark, der auf dem N64 ist stark, der Wii-Titel ist stark, aber ich glaube, mit Bedenken nehme ich Mario Kart 64. Ich bin sehr beeindruckt, dass auch du alle Teile kennst. Bis auf den vom DS kenne ich auch alle, wobei der DS-Teil, glaube ich, auch sehr stark nach dem Wii-Teil kommt. Ich glaube, der war so ein bisschen Remake vom 64er, glaube ich, oder so, aber das ist... Ich persönlich bin aber auch vom N64-Teil am meisten überzeugt, weil er einfach sehr viel aufwartet mit Extras. Der Super Nintendo-Teil ist auch einer meiner Lieblingsteile, aber er war noch sehr flach. Super geil, aber flach. Da war dann doch der N64-Teil schon in Welten besser, finde ich. Finde ich persönlich. Aber der Wii-Teil war auch nicht schlecht. Gebe ich dir auch recht. Es geht heiter weiter mit Halo. Da kannst du komplett für dich haben. Ja, Halo ist, glaube ich, kann ich schon vorwegnehmen, Gears of War steht gleich auch noch auf dem Zettel, glaube ich, die Reihe, warum man eine Xbox haben muss. Halo 1 fand ich okay, aber auch nicht sensationell, also da hat man auch schon andere Shooter gesehen, aber Halo 2, das ging schon in die Richtung, wo die Serie Spaß machte. Halo 3 war okay, also jetzt den neuesten Halo habe ich noch nicht angesehen, werde ich aber sicherlich noch machen, da haben viele Leute positiv gesprochen, aber es gibt eigentlich keinen richtig schlechten Halo-Teil, vielleicht Halo Wars, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich entscheide mich für Halo 2. Gut, dann geht es mit waffenmassenhaften Effekten weiter bei Mass Effect. Auch da möchte ich mich enthalten. Gut, Mass Effect habe ich alle drei zu Hause und ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die beim Ende vom dritten Teil gedacht haben, sie sind im falschen Film, aber es gibt auch Leute, die das Ende toll finden, ohne jetzt das abgeänderte Ende. Also ich fand's nicht toll. Alle drei Teile sind Pflicht. Der erste war legendär, der dritte macht auch nichts falsch, aber das, was einen umgehauen hat und auch von der Teambildung, das war Mass Effect 2. Dann lass uns mal über das Hack'n'Slay Diablo reden. Ja, alle drei Teile durchgesuchtet, sage ich mal. Den zweiten mehr durchgesuchtet als den dritten, aber trotzdem habe ich beim dritten die meisten Befürchtungen gehabt, was sie da machen, und eigentlich wurde ich nicht enttäuscht. Deswegen mache ich tatsächlich, ich gehe auf Diablo 3. Ich werde mich dir anschließen. Ich habe Diablo 1 durchgesuchtet, Diablo 2 habe ich angezockt, habe aber irgendwann verzweifelt aufgegeben, weil ich glaube, bei dem Teil war es so, dass die Gegner irgendwann deinem Level angepasst wurden. Mhm. Und teilweise viel zu mächtig wurden. Jedenfalls, wenn man keine Ahnung von dem Spiel hatte. Bei Diablo 3, ich meine, wir haben es ja gemeinsam durchgezockt, zumindest im ersten Schwierigkeitsgrad, Hustus. aber ich schließe mich dir an, es ist einfach sehr geil umgesetzt worden. Gut, dann lass uns doch zu einem spektakulären Abenteuer kommen mit Uncharted. Uncharted, sage ich, ist Grund, eine PS3 zu besitzen. Da gibt's gar nichts. Alle drei Teile, Pflicht. Der dritte Teil sieht göttlich aus. Der holt aus der Kiste alles raus. Ist sowieso, ich weiß ja, was auf dem Zettel kommt, nach meiner Meinung das bessere Tomb Raider. Ho, da gibt's gleich wieder richtig Fanpost. Der stärkste Titel, weil der dritte war mir ein bisschen komisch, was die Story anging. Das war mir ein bisschen, naja, ich sag mal, zu episch und wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke. Uncharted 2 war schon das, wo ich gesagt habe, 1 war eine gute Idee, 2 haben sie dann nochmal oben einen draufgelegt und Uncharted 2 ist auch mein Teil. Okay, also ich persönlich bin ja gerade am ersten Teil dran, stelle schon sehr hart fest, es ist ein absolut geiles Spiel. Mhm. Weiß gar nicht, ob ich da nicht irgendwie bald schon durch bin, aber ich glaube noch lange nicht. Teil 2 wird dann halt erst angeschafft, wenn der erste durch ist. Da ich aber nur den ersten bisher kenne, werde ich jetzt einfach mal beim ersten Teil bleiben. Das ist weise.
Und wie du es schon gesagt hast, machen wir gleich weiter mit unserer hübschen Lara Croft. Ja, erstmal, ich spreche mich hier aus, Angelina Jolie als Lara Croft zu benutzen, war vollkommen richtig zu der Zeit. Heute wird es wahrscheinlich Kate Beckinsale oder so, aber das war schon eine richtige Liga. So, das mal, um das gleich auch mal zu sagen. Tomb Raider kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe die ersten beiden gezockt. Ich fand den ersten gut. Ich glaube, der zweite fand ich schon ein bisschen aufgrund des Schwierigkeitsgrads nicht mehr ganz so. Und ich glaube, so ab Teil 3, 4, dann habe ich den Glauben an die Serie komplett verloren. Also da kann ich nur vom ersten sagen, den habe ich gezockt und da muss ich dann auch den ersten auch nehmen. Okay, also ich habe den ersten und zweiten gezockt. Ich finde beide Teile sehr gelungen. Die habe ich nämlich damals zum Geburtstag von meinem großen Bruder geschenkt bekommen. Ganz viel früher auf PC, voll cool. Ich habe mir jetzt noch bei Creo World den, ich glaube Legend war es. Ne, Legend läuft jetzt, glaube ich, ne? War das Anniversary oder so? Ja, genau. Tomb Raider Anniversary, den ersten Remaked, da fand ich schon Anniversary von der Grafik besser, klar. Vom Gameplay ist es der erste Teil nur schöner. Ich bin aber doch der Meinung, dass der zweite Teil mein Lieblingsteil bleibt, weil man sich auch frei in Lara Crofts Anwesen bewegen durfte. Ach, der war das. Ja, ja. Doch, den kenne ich auch noch. Genau. Ja, ja. Der war heiß. Es wird auch weiter scharf geschossen, allerdings diesmal sehr tödlich mit Hitman. Da müsste ich zum ersten Mal die Klappe halten. Ich habe den ersten Teil gezockt und ich glaube nicht mal ganz durch. Und das war auch, glaube ich, das Einzige, was ich von der Serie sagen kann. Also da kann ich ganz locker sagen, da bin ich der Falsche. Okay, also ich werde auch nicht sehr viel zu dem Titel sagen können. Ich glaube auch den ersten oder zweiten, also es ist schon grafisch schon etwas anspruchsvoller gezockt. Ich glaube auch nie wirklich durch. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht mehr. Liegt schon eine Weile zurück. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich weiß leider nicht, welcher Teil. Und daher gibt's hier für mich auch keine Nummer 1 zum Zeitpunkt Quo. Daher springen wir zum nächsten Titel, einem kleinen Kletterspiel, bei dem man sich sehr oft in tödliche Fallen begibt. Prince of Persia. Da kann ich es wirklich relativ einfach machen. Da muss ich den ersten nehmen, den wirklich damals noch auf dem PC mit wirklich dem Höllenschwierigkeitsgrad, wo man wirklich alles auswendig lernen musste, um überhaupt da durchzukommen. Leider habe ich von den opulenten Sachen, ich habe die gesehen, aber die sind so an mir vorbeigegangen. Die werde ich mal irgendwann noch mal machen. Es gibt ja jetzt auch diese HD-Remakes und sowas, aber da bin ich bei Prince of Persia 1. Okay, also ich weiß leider auch da nicht, welcher Teil es war. Ich habe das mal als Diskette. Ja, es gab damals Disketten. Heute auch noch, aber heute nur noch im Museum wahrscheinlich. Ich habe es auf Diskette gehabt. Ich fand es saugeil. Es hat super viel Spaß gemacht, aber ich glaube, es war nicht der erste. Es könnte auch der zweite Teil sein, weil das war schon, ich habe es ja bei TrueMG gesehen, hat er sehr gut hingekriegt. Muss man ja einfach lassen. Das war nicht der erste. Also ich glaube, es war der zweite und den fand ich tatsächlich noch besser. Ich denke, dann gehen wir auch zum nächsten Titel über. Das ist auch wieder was nur für dich, denn da bin ich nicht ganz so der Fachmann für Metroid. Ja, Metroid ist eigentlich eine Pflichtserie, egal auf welcher Plattform. Ich mag den NES-Teil, ich mag den Super Nintendo-Teil auf jeden Fall. Ich mag auch Metroid Prime, auf jeden Fall die ersten beiden. Der dritte grummelt schon ein bisschen. Ja, wenn ich so überlegen müsste, hauchdünn der Super Nintendo-Teil vor dem NES-Teil. Aber wirklich hauchdünn. Das liegt einfach daran, die Atmosphäre ist ein bisschen besser und der Soundtrack an manchen Stellen ist gigantisch. Also da gibt's Themes best of. Absolut zu empfehlen. Okay, dann erzähl uns doch gleich auch noch was zu Guilds of War, weil auch dieser Titel ist an mir vorbeigegangen, warum auch immer. Ja, das war auch so eine schwierige Kiste. Wie entscheidet man sich? Also Guilds of War ist neben Halo der Grund, eine Xbox zu haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Teil 1 und Teil 2, glaube ich, wurde offiziell in Deutschland nie rausgebracht. Warum auch? Ich glaube sogar indiziert und was weiß ich nicht, alles das Übliche. Gute Sachen kriegen wir hier nicht, wir kennen das. Deswegen war Gears of War 3 sozusagen der erste und ich glaube, da war, als ich die Serie kennengelernt habe, gab es schon 2 und dann hatte ich diesen Trailer zu 2 gesehen und dachte mir, das musst du einfach mal zocken. Hab dann den ersten, glaube ich, in einer Nacht durchgedaddelt und den zweiten dann auch sofort, als ich ihn hatte. Der dritte ist gigantisch, ohne Frage, aber von der Machart Teil 2 ist der Höhepunkt der Serie, nach meiner Meinung. Okay, dann bleiben wir gleich beim Krieg. Wir machen weiter mit dem Krieg der Götter durch God of War. Ja, auch wieder eine ganz schwierige Kiste. Teil 1, gut.
Teil 2 für mich die PS2-Referenz, wenn man so will. Das hat alles aus der Kiste geholt. Teil 3 stark, aber hätte nach meiner Meinung einfach stärker sein müssen. Es kommt mir immer noch so vor, als hätten sie den einfach zurückgehalten und wollten ihn auf der PS3 rausbringen. Gigantischer Titel, ohne Frage, muss auch jeder haben, aber grummel, grummel, ich tendiere da eher zu Teil 2. Okay, also ich habe auch alle drei Teile durchgesuchtet. Ich fand den ersten gut, sehr gut sogar. Ich bin beim zweiten bald vom Hocker gefallen, wenn auch nicht ganz so viel. Es hat aber auf jeden Fall sehr viel von Hack and Slay. Ja. Ich fand aber trotz allem auch den dritten Teil mega krass gelungen, weil der Schwierigkeitsgrad schon auf der ersten Schwierigkeitsstufe extrem krank war teilweise. Und ich hab's mir vorgenommen, das Ding irgendwann noch mit 100% im PlayStation 3-Gedöns abzuschließen mit allen Trophies. Aber ich glaube, das werde ich im Leben nicht schaffen. Aber für mich definitiv Teil 3. Und wir gehen wieder zurück aus der Kriegswelt hinein in ein gemütliches, buntes Dschungelabenteuer. Es geht um Donkey Kong. Ja, Donkey Kong. Wie viel 122 Versionen gibt's? Vielleicht für den, der das nicht kennt, es gibt auf dem NES gibt es ein Doppelmodul als Donkey Kong Classic. Da ist Donkey Kong 1 und Donkey Kong 2 drauf. Wer das von den Arcades nicht kennt, genialer Titel. Aber was Donkey Kong angeht, also ich fand den Country Returns jetzt auf der Wii eigentlich gut. Die Country Raya ist eh genial, aber ich denke schon, ich entscheide mich für Donkey Kong 64. Das hat auch wieder alles aus der Kiste rausgeholt, was nur geht. Dann schließe ich mich dir direkt an. Ich liebe Donkey Kong 64. Kommt vielleicht auch irgendwann mal als Let's Play. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich habe auch die Country-Teile alle gezockt. Alle durchgezockt vor allem. Die sind absolut gelungen, aber es geht nichts über Donkey Kong 64 in der Reihe. So, jetzt musst du mir einmal sagen, schaffen wir noch ein, zwei Titel? Wir schaffen, den nächsten schaffen wir noch. Okay, dann kündige ich hiermit an. Snake! Genau! Mr. Metal Boss! Gear. Hallo, bin Solid Snake, telefoniere viel. Ja, Metal Gear. Ich bin ja da bekanntermaßen da sehr affin. Ich habe ich hab Metal Gear fürs MSX hier, den ersten habe ich immer noch im Schrank. Ich habe den zweiten auch Let's Played. Ich quäle mich gerade durch Snake's Revenge. Wer dieses tolle NES-Game kennt, der weiß, was ich leide. Ich sag mal so, wenn man so sieht, was ist gigantisch? Also das, was mich umgehauen hat, war Metal Gear Solid. Und jetzt kommt wieder mein Paradesatz hier neben NES, glaube ich, der Running Gag dieser Serie. Deswegen musste ich auch eine PlayStation 1 haben. Also Metal Gear Solid oder beziehungsweise, wenn man das Remake kriegt, was gar nicht mehr so billig ist für den GameCube, Twin Snakes, was dann eben noch ein bisschen cineastischer ist. Die Musik ist ein bisschen merkwürdig, aber die Effekte sind noch mal einen Tacken besser und man hat das Gameplay von Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 1 ist das Game, gefolgt dann eben von Metal Gear 2, Solid Snake, eben das Ding, was leider nie richtig bei uns rauskam, außer bei Subsistence und dann eben in der Mobile-Version. Und wenn man mich ganz weh tut, wenn man mir ganz weh tun will, dann kommt man mir mit Raiden, aber das ist ein anderes Thema. Okay, also ich habe nicht ganz so viele Metal Gears gezockt wie du, du bist da der absolute Fachmann. Ich glaube Metal Gear Solid 2, der für die PlayStation 2 kam, den habe ich durchgezockt. Ich fand ihn teilweise sehr hart. Das war die Geschichte mit dem Schiff und der Bohrinsel. Genau, die zwei Missionen, genau. Genau, und ich fand diesen Titel aber trotz allem auch sehr gelungen. Da ich nur diesen Titel von meiner persönlichen Erfahrung kenne, ist das meine Nummer 1. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt in Teil 3 und dann wird's auch wohl der Abschlussteil sein. Wieder. Dann geht's in Teil 3 weiter. Bis dahin erstmal reingehauen.